So, weiter geht's mit Basis aufbauen in the Forest. Wir haben ja beim letzten Mal die Steinmauer vorne endlich fertig gebaut. Seht ihr hier auch nochmal ganz schön? Das Problem war ja, dass ich da immer noch drüber springen konnte. Oh Gott. Jetzt, wo ich so sage, finde ich es immer schrecklicher. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal ein Stück draufbauen, leider Gottes. Und wir haben ja immer noch die Steinmauer auf der anderen Seite, die wir fertig bauen wollen müssen, wie auch immer. Jedenfalls ist der Job mal wieder Steine zu sammeln. Wir bauen jetzt in der Folge auch erstmal die Steinmauer hier hinten fertig und widmen uns dann nochmal der Steinmauer vorne. Mal gucken, wie weit wir jetzt einfach kommen, bis Tobi irgendwann mal erscheint, fertig ist mit Essen. Übrigens habe ich nach meiner E-Taste mal geschaut, aber weil die ja eben meines Gefühls nach so ein bisschen gehangen hat. Aber ich konnte überhaupt nichts entdecken oder so, dass da irgendwie, keine Ahnung, was dazwischen hängt oder sie defekt ist oder weiß der Geier was. Draußen hat sie wunderbar, also wenn ich nicht im Spiel war, hat sie wunderbar funktioniert. Keine Ahnung. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Bis jetzt geht sie ja auch ohne Probleme. Oh, guck, na, die Lehmfalle ist schon wieder zu. Wow, wir haben einen Stein gefangen. Nicht euer Ernst, ey. Okay, ach, wir müssen ja jetzt immer bis nach da hinten laufen, ne? Ja, das gefällt mir natürlich gar nicht. Dass ich jetzt immer erstmal hier rumeiern muss, um die Steine hierher zu bringen. Ach, Mann, oh. Naja, gut, so ist das. Uns bleibt nichts anderes übrig momentan. Weil auf der anderen Seite liegen ja jetzt nicht so viele Steine, leider. Schade. Scheibenkleister. Ist halt so. Das Spiel ist ja schließlich auch ein Survival-Spiel. Es kann ja auch nicht alles so einfach sein, gell? Wir haben es uns ja schon ziemlich einfach gemacht, indem wir die Kannibalen ausgeschaltet haben. Dann können wir auf jeden Fall auch einmal rundherum laufen, um die Steine an den Mauern zu bringen. Jetzt haben wir schon wieder zwei Stücke Mauer angefangen. Ist immer so doof. Naja, aber jetzt auch nicht dramatisch. Letztendlich müssen wir sowieso an die ganze Mauersteine anbringen. Ich motiviere mich heute auch noch total. Wow. Ironie, komm raus. Ein Stückchen. Ach man, seht ihr hier drüben so einmal auf der anderen Seite von der Basis? Gibt es halt kaum Steine. Das ist total blöd. Jetzt habe ich ganz 5 Stück gesammelt und muss für die anderen 5 doch nochmal irgendwo. Mist. Irgendwie haben wir voll wenig Energie. Wieso? Wir sind voll gegessen und sind jetzt auch nicht ausgedurstet oder so. Ausgedurstet, was für ein bescheuertes Wort. Aber dann machen wir uns einfach gleich mal so ein Energy-Mix aus Blüten, Pflanzen, wie auch immer. Damit er wieder mehr Energie hat. Okay, also Energy-Mix. Wir brauchen das und wir brauchen das und craften das. Und essen es.
Wunderbar, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Energie. Nicht, dass der uns hier gleich noch aus den Latschen kippt. Das wäre nicht so praktisch, weil dann kommen nämlich direkt mal wieder die Kannibalen verschleppen. Wir müssen ja noch schwimmen. Oh, oh, oh. Wir kommen dem Ende näher. Coole Sache. Die Steinmauern sind ja auch längst nicht so groß wie die erste, die wir bauen wollten, mit den knapp 400 Steinen. Aber das ist ja noch gar nichts, ne? Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber ich sag's einfach nochmal. In dieser ersten Hauptbasis, die ich hier auf der Karte gebaut habe, habe ich knapp 3000 Steine verbaut. Eben nur in diese Mauer, weil ich echt zu süß war und habe doch relativ weit weg vom Teich gebaut und wollte aber, dass der Teich zu meiner Basis gehört. Also habe ich einfach eine Steinmauer, eine Steinmauer bis rüber zum Teich gezogen, so als gangmäßig, rechts, links auf der Seite immer. Und damit man dann eben durch die Steinmauer durch bis hinten zum Teich laufen kann, war extrem viel Arbeit und hat irgendwie nichts gebracht. Mir gefällt die Basis auch irgendwie überhaupt nicht mehr. Das ist einfach alles viel zu lange Wege und so. Keine Ahnung, irgendwie doof. Gefällt mir nicht. Deswegen bin ich ja dann auch losgezogen und wollte einfach nochmal eine neue Basis bauen. Und die dann halt einfach etwas strukturierter aufbauen. Finden wir jetzt wenigstens nochmal den sechsten Stein, den wir brauchen, um unsere Mauer fertig zu kriegen. Das kann ja jetzt nicht wahr sein, dass ich dafür jetzt nochmal da hochlaufen soll. Bleibt da einer? So, das war nur die Mauer selber. Ach, come on. Ah, da liegt einer. Wir nehmen den, dann haben wir 6 Steine, genau 6, die wir noch brauchen. Wo müssen sie denn dran? Ah, hier. Ne, wo denn noch? Wir brauchen nur noch einen, die anderen sind für oben. Ach ja, cool. Okay, super, dann haben wir die Mauer auf der Seite auch schon fertig. Und da er uns jetzt so nett gesagt hat, dass wir ja auch oben noch Steine brauchen, werden wir jetzt auch erstmal hochgehen. Und die Feuerchen da oben fertig bauen. Warum kann ich denn schon wieder nichts trinken? Das gibt's ja nicht jetzt. Ja, wie eklig. Ja. Gut. Wofür brauche ich eigentlich? Ach ne. Steine sammeln ist nie verkehrt. So, los rein da. Oh Mann. Okay. Gut, also gehen wir erstmal hoch aufs Dach. Und bauen die Feuerchen fertig. Dafür müsste ich laut dieser Anzeige da unten mit den Hämmerchen auch alles da haben. Ich bin gespannt. Das ist schon mal fertig. Super. Das auch. Dann brauchen wir nur noch das hier hinten. Ja, das sieht gut aus. Okay, klasse. Dann sind die Feuer hier oben auch fertig. Die können wir dann also auch anzünden, wenn es dunkel wird. Wunderprächtig. Gut, okay. Dann gucken wir jetzt. Irgendwie ist es. Guck mal, wie komisch das ist. Lol. Okay. Nichtsdestotrotz möchte ich bitte hier raus erstmal. Müssen wir jetzt bitte noch was hier oben drüber ziehen? Leider Gottes. Irgendwie vielleicht. Also nicht wieder komplett. Das C machen wir weg. Vielleicht so ab hier. Dass wir hier einmal erstmal das an die Ecke gehen. Na komm. So.
So, 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 so. E. Und dass wir hier drüben nochmal rübergehen. Ne? Kann ich das so mit C setzen, oder? Das könnte ich wieder mit C setzen. Wenn denn, dann mal jetzt. Ach nein, ach Mist, ach Kacke. Wir brauchen da unbedingt so eine Rückgängig-Taste, das wäre cool. Weil hier muss jetzt echt jedes einzelne Dings löschen. Das ist ein bisschen doof gelaufen jetzt. Ich habe nicht dran gedacht, dass es das ja bis hier rüber geht. Ach Mann, ey. Ach, jetzt lösche ich echt alles. Das ist ja doof. So, aber das kann ich jetzt stehen lassen. Jetzt fehlt uns hier noch eine Mauer. Das Stückchen, das ziehen wir wieder dran. Ich weiß gar nicht, warum es weggegangen ist. Ja, klar, ich habe es gelöscht, aber eigentlich hätten da ja zwei stehen müssen. Ja, gut. Fitzelarbeit wieder. So, dann ziehen wir jetzt wirklich nur so einmal noch, bis das Baumhaus zu Ende ist. Nicht, dass sie auf das Baumhaus jumpen können oder so. So, die Maustaste E, fertig. Okay, cool. Dafür brauchen wir nochmal 75 Steine. Ja, die werde ich jetzt mal sammeln. Aber ich glaube, ich habe schon wieder die Eier ordentlich gestellt. Ich glaube, die Folge ist dann jetzt auch erstmal lang genug. Wir töten jetzt nochmal eben den Lurch, da könnt ihr ja noch dabei sein. Und keine Ahnung, ob das jetzt schon wieder 20 Minuten waren oder nicht. Huch, voll daneben ist auch vorbei. So. Ja, wir können auch noch ein bisschen Zusammensteine sammeln. Zur Not schneide ich dann einfach ein Stück hinten weg. Dann ist das so. Und hier müssen wir unbedingt gucken, dass wir diese Lücke zukriegen. Das ist ja total bescheuert. Mann, Mann, Mann. Ach so, ich muss die Lebensfalle auch wieder aufstellen, ne? Ich habe immer das Gefühl, ich laufe an den Steinen vorbei, weil ich schon so Tunnelblick habe. Da liegt der Zehnte. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen Verteidigung in unsere Basis drumherum bauen, weil die Mauer hält die zwar ab, aber die können die Mauer ja kaputt hauen. Es geht zwar nicht so schnell und man kann die auch immer wieder reparieren. Oh, guck mal, ein Häschen. Aber das ist halt echt einfach ein bisschen nervig, gell? Deswegen fände ich halt Verteidigung drumherum noch ganz gut. Das gucken wir uns dann auf jeden Fall noch an, was wir da noch so machen können. Ach Quatsch. So. Wow, wie hoch das Teil ist.
Also wenn die da dann noch drüber springen können, ne, dann finde ich das Spiel, glaube ich, scheiße. Na komm. Wird es auch schon wieder dunkel? Ich finde es schon wieder so dämmerig. Nein, aber Lebensfläche gut. Ich krieg schon wieder keinen. So, jetzt sind schon noch 35 Stück. Das hört sich doch schon wieder total human an. Alter. Oh, es rained. Hoffentlich sind wir jetzt nicht gleich nass und cold. Cold. Das würde nämlich bedeuten, dass ich ein Feuer anmachen muss. Ich habe schon lange kein Feuer mehr an. Weil ja die Tiere zum Glück auf diesem Trying-Dings alleine braten. Gucken wir mal hier drüben. Wir müssen ja auch mal ein paar Steine liegen. Ja, tun sie auch. Das ist doch schon mal gut. Aber es ist jetzt schon wieder echt dunkel. Ich mache das Feuerzeug an. Mit dem Regen ist es natürlich jetzt irgendwie noch bescheuerter. Dunkel und Regen. Ein paar. Best Kombi ever. So, jetzt haben wir schon wieder 9. Gibt es hier irgendwo noch einer? Gott nicht. Okay, dann baue ich die erstmal an. Jetzt brauchen wir noch 16. Die sammeln wir jetzt noch in der Folge und dann mache ich auch direkt Schluss. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann mal an, was wir an Verteidigung bauen können. Stopp. Wo sind wir denn schon wieder? Nicht, dass ich in die Falle tappe. Wo müssen wir denn hin? Ach da. Gott. Hallo. So, 10 von 16 haben wir schon mal. Hau sie an, bitte. Fehlen noch 6 Stück. I'm cold and wet and hungry and thirsty. Oh Gott, alles auf einmal. Auch im Dunkeln kann man so schlecht Steine finden. Das ist so assi. So, wir haben 6 von 6. Das heißt, ich renne, laufe. Jetzt mal wieder zur Basis zurück. Ich sollte auch mal alle Feuer anmachen, sobald es dunkel wird, weil dann finde ich vielleicht auch mal besser zurück. So, gut, okay. Bauen wir die 6 noch an. Zack. Jetzt können sie auf keinen Fall mehr drüber hüpfen, hoffe ich. Ich
Ich gehe in die Basis rein und wir machen Schluss für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann heißt, Verteidigung bauen und hoffentlich dann auch irgendwann den Schildkrötenpanzer bauen, wenn denn Tobi endlich mal satt gegessen ist. Okay, alles klar. Also, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.